Und jetzt bitte ich Frau Dr. Flecken nach vorne. Sie ist von der Planergemeinschaft und begleitet gemeinsam mit dem Nexus-Institut und der Media Company den Leitlinienprozess als Dienstleister. Ja, vielen Dank, Martina. Als allererstes möchte ich Ihnen das Arbeitsgremium vorstellen. Wenn Sie bitte alle mal kurz hier aufstehen würden, Sie haben sich schon hier vorne hingesetzt, vielleicht noch mehr nach vorne, dass alle die Gesichter sehen können, weil ich hätte auch gerne, dass Sie kurz Ihren Namen sagen. Stellen Sie sich bitte hier hin. Bei der ersten und bei der zweiten Werkstatt waren ein paar mehr Leute vom Arbeitsgremium da, aber umso schöner, dass Sie da sind. Bitte kurz Ihren Namen und damit alle wissen, wer Sie sind und dass Sie schon mal Ihre Stimme gehört haben. Mein Name ist Susanna Kahlefeld. Ich bin für die Grüne Fraktion in diesem Arbeitsgremium. Wir sind hier paritätisch besetzt, Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, und ich bin da von der Seite Politik und Verwaltung in diesem Gremium. Ja, Willi Lautenschläger, ich vertrete hier den Arbeitskreis der Quartiersmanagementbeauftragten Berlins. Mein Name ist Friedemann Walter, ich vertrete die Senatskanzlei zum Teil der Verwaltung. Hallo, mein Name ist Katharin Genburg, ich bin für die linke Fraktion Teil des Gremiums und auch Sprecherin des Prozesses. Ja, guten Abend, ich bin Pia Lohne und ich bin eine von den Bürgerinnen. Ja, mein Name ist Kerstin Joya, guten Abend, und ich bin auch zweite Sprecherin der Bürger in den Leitlinien. Guten Abend, mein Name ist Heinz Bauer, ich bin Frührentner und mache auch bei den Bürgern mit. Guten Abend, ich bin Diana Rodriguez. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind und zur Verfügung stehen für Fragen und zur Diskussion und für Unterhaltung und nachher auch im Instrumentenparcours. Das Arbeitsgremium ist zusammengestellt, wie Sie ja gerade schon auch mitbekommen haben, aus 12 Bürgern und Bürgerinnen, die zufällig ausgewählt wurden nach bestimmten Gruppen. Dann 6 Personen aus der Politik und 6 Personen der Verwaltung. Das Arbeitsgremium hat ja die Aufgabe, und das hat es auch getan, die Leitlinien zu erarbeiten, zu entwerfen. Das Arbeitsgremium ist inzwischen so weit, dass wir Ihnen heute den Entwurf auch des zweiten Kapitels der Leitlinien vorstellen können. Sie treffen sich einmal im Monat, und Frau Lüscher hat es eben ja schon gesagt, sind inzwischen schon 15 Mal, wo Sie sich getroffen haben, und gemeinsam sozusagen mit Ihnen, was Sie sagen, was Sie, die Stadtöffentlichkeit sagt, entstehen die Leitlinien. Sie sollen dann als Entwurf im Sommer an das Abgeordnetenhaus übergeben werden. Und nochmal vielen Dank an euch und an Sie, dass Sie das erarbeiten sozusagen, und vielen Dank an Sie, dass Sie heute da sind, um Feedback zu geben, um Ihre weiteren Anregungen zu geben. Lassen Sie mich einen Rückblick werfen auf das, was schon da war, was wir bis dann gemacht haben. Sie erinnern sich ja. Ja, Sie dürfen auch klatschen. Vielen Dank. Also bei der ersten Werkstatt, die vor knapp einem Jahr stattgefunden hat, Sie erinnern sich, wir waren im Festsaal Kreuzberg, sind wir ja erstmal angetreten mit dem Arbeitsgremium, dass Ihre Ideen und Vorschläge gesammelt wurden. Und auf dieser Basis sind dann überhaupt erst die Leitlinien, also die 12 Grundsätze und die 5 Instrumente, die wir Ihnen heute vorstellen werden, entstanden. Dann gab es die zweite Werkstatt, die war im Oktober
lagen die Grundsätze im Entwurf vor und sie haben uns eine ganze Menge Feedback zu den Grundsätzen gegeben. Und heute nun sind die Instrumente dran. Die Leitlinien insgesamt haben im Grunde auch nur zwei Kapitel. Ein Kapitel sind die Grundsätze und das zweite Kapitel beschreibt die Instrumente, wie die Grundsätze umgesetzt werden sollen. Und diese fünf Instrumente an der Zahl, die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, und zwar zusammen mit fünf Mitgliedern des Arbeitsgremiums. Ups, das ist zu weit, Entschuldigung. Na, so. Die fünf Instrumente, ich zähle sie zunächst einfach mal auf. Das ist zum einen eine Anlaufstelle für die Bürgerbeteiligung, dann eine sogenannte Vorhabenliste, dann das Instrument, wie man Beteiligung anregen kann, dann der Beteiligungsbeirat und schlussendlich das Beteiligungskonzept. Ich fange an mit der Anlaufstelle. Na, jetzt will der nicht machen, was ich jetzt sage. So, mit der Anlaufstelle für Beteiligung. Die Anlaufstelle kann man sich vorstellen als einen zentralen Ort in der Stadt, zu dem man hingehen kann und wo man beraten wird, wo man begleitet wird bei Anliegen zur Bürgerbeteiligung. Die Hauptaufgabe ist nämlich, dass nicht nur Bürger und Bürgerinnen, sondern auch Politik und auch Verwaltung beraten wird, wie Bürgerbeteiligung möglichst nach diesen Leitlinien, die hier jetzt noch im Entwurf vorliegen, wie die bestmöglich umgesetzt werden sollen und können. Die Anlaufstelle kann natürlich nicht alle Fragen beantworten. Sie weiß aber, wer diese Fragen beantworten kann. Das nennen wir Lotsenfunktion. Sie kann sozusagen sagen, wenn Sie dieses und jenes Anliegen haben, dann gehen Sie bitte zu der und der Verwaltungsstelle. Wichtig bei der Zusammensetzung dieser Anlaufstelle ist, dass sie nicht nur aus der Verwaltung zusammengesetzt ist, sondern zu gleichen Teilen dann auch von einem freien und gemeinnützigen Träger. Diese beiden teilen sich dann die Aufgabe, erfüllen die Aufgabe gemeinsam, diese Anlaufstelle zu bestreiten. Dann, als ein Selbstverständnis dieser Anlaufstelle, wurde formuliert, dass die Anlaufstelle wie ein Anwalt oder eine Anwältin ist für die Anliegen der Bürgerbeteiligung. Die Anlaufstelle soll es zunächst als einen zentralen Ort auf Senatsebene geben, aber auch in den Bezirken. Die Bezirke werden dafür Gelder bekommen, werden auf Bezirksebene, in jedem Bezirk soll es auch jeweils eine Anlaufstelle für Beteiligung geben. Ich möchte nun Friedemann Walter bitten, vom Arbeitsgremium, von der Senatskanzlei zu sagen, was dem Arbeitsgremium besonders wichtig war bei der Anlaufstelle. Ich denke, was ein besonderer Akzent ist, dass wir festgestellt haben, dass es wichtig ist, einen ganz konkreten Menschen oder ganz konkrete Menschen vor sich zu haben und nicht ein rein digitales Verfahren zu haben, in dem sie online voten und online ihre Wünsche hinterlegen, sondern es gibt eben eine konkrete Stelle in der Stadt, zu der man hingehen kann, bei der man Rat bekommt, bei der man sozusagen über das Verfahren informiert wird und wo, wie Frau Flecken zu Recht gesagt hat, eben diese Nutzenfunktion effektiv wahrgenommen wird. Also erstmal ein ganz konkreter Ort mit einer Hausnummer und mit Menschen, die dort ansprechbar sind, ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns bewegt hat, dass wir diese Anlaufstelle als Instrument zu programmieren. Ja, vielen Dank, Herr Walter. Dann möchte ich das nächste
Instrument vorstellen, und zwar die Vorhabenliste. Das ist erstmal ein sperriges Wort. Was ist das wohl? Das ist eine Liste, auf der alle Vorhaben und Projekte stehen, die im Land Berlin geplant sind, beziehungsweise die auch im Moment schon laufen. Und zwar alles Projekte der räumlichen Stadtentwicklung. Warum gibt es diese Vorhabenliste? Über diese Vorhabenliste kann jeder und jede Informationen frühzeitig bekommen, was wo geplant ist. Und zwar soll das so gestaltet sein, dass in der Vorhabenliste nicht nur der Titel steht des Projektes oder des Vorhabens, sondern weitere Informationen. Und zwar sehr gut verständlich. Was soll dort geplant werden? Wann soll das geschehen? Auf die Information, ist eine Beteiligung vorgesehen? Und wenn ja, wo ist überhaupt da der Beteiligungsspielraum? Oder anders gesagt, was steht schon fest? Diese Liste soll einerseits im Internet immer einsehbar sein, aber für Leute, die kein Internet haben oder kein Internet wollen, liegt diese Liste auch in einer Druckfassung dann in den Anlaufstellen vor. Katharin Genburg wird nun schildern, was dem Arbeitsgremium besonders wichtig war bei der Vorhabenliste. Ja, vielen Dank. Man könnte natürlich auch über die Kontroversen sprechen, die das Arbeitsgremium an der Stelle hatte, denn es klingt jetzt immer so, als hätte das Arbeitsgremium so allgemein. Das ist nicht der Fall. Wir diskutieren oft sehr ausdauernd und vielseitig. Insofern ist erstmal diese Vorhabenliste, das klingt jetzt erst so nach einer Liste. In meiner Welt ist das ja eigentlich eher eine Karte. Auch das ist sozusagen noch eine offene Frage. Auch da würde ich Sie ermuntern, nachher an den Stellwänden auch nochmal konkret darauf einzugehen, wie kann sowas denn plastisch eigentlich aussehen in der Realität. Genau, also die Vorhabenliste muss tatsächlich gut zugänglich sein, muss relativ barrierearm sein, damit man eben sich nicht durch 10.000 Seiten durchklicken muss, wenn man das online tut. Und es ist halt tatsächlich wichtig, einen großen Überblick zu haben über die gesamten Vorhaben, die in der Stadt passieren. Das hat uns zu großen Debatten veranlasst, denn natürlich ist die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf? Ist dann irgendwie der Baum, der neu gepflanzt wird, auch ein Vorhaben oder nicht? Ich bin deswegen sehr froh, dass wir zu einer sehr weitreichenden Formulierung gekommen sind, dass erstmal Dinge, die Menschen interessieren, über die sie reden wollen, als ein Vorhaben einfach definiert werden können. Dafür keine Unterschriften gesammelt werden müssen oder dergleichen. Das heißt, es ist ein sehr offener Prozess, die Liste wird zentral geführt und insofern habe ich da großen, ja, also bin ganz frohen Mutes, dass das tatsächlich zur Beteiligung auch wirklich anregen wird. Ja, vielen Dank, Katharin Genburg. Das nächste Instrument, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Instrument, wie man Beteiligung anregen kann, auch als Bürger und Bürgerinnen. Sie wissen ja, normalerweise hat die Verwaltung und Politik haben Vorstellungen davon, welche der Projekte mit den Bürgern und Bürgerinnen besprochen und diskutiert werden sollen. Aber durch dieses Instrument sollen eben auch Sie die Möglichkeit haben, Beteiligung anzuregen. Und zwar für Projekte, wenn Sie also auf der Vorhabenliste ein Projekt finden, was da draufsteht, und dort ist keine Beteiligung vorgesehen, Sie sind aber der Meinung, dass es gut wäre, wenn hier dieses Projekt mit der Öffentlichkeit besprochen wird, dann können Sie das anregen. Und zwar ist in diesem Instrument beschrieben, ein Verfahren beschrieben, wie das laufen soll. Das Arbeitsgremium hat sich bemüht, dass das ein einfaches Verfahren ist, was relativ niedrigschwellig ist, aber eine kleine Hürde ist eingebaut.
Das sind nämlich Unterschriften, die man zusammenbekommen soll, wenn man Beteiligung anregen will. Das hat auch damit zu tun, dass dann ja auch ein Prozess angestoßen wird, in dem die Verwaltung tätig werden muss. Und zwar die Unterschriften, die wir oder das Arbeitsgremium vorschlägt, wären für Projekte auf Bezirksebene 300 Unterschriften und für Projekte auf Senatsebene 2000 Unterschriften. Dann ist die Frage, wer entscheidet das denn, wenn so ein Antrag gestellt wird auf Beteiligung? Dann wäre das so der Vorschlag auf Bezirksebene des Bezirksamts, also das Bezirksamtskollegium der Bezirksstadträte und auf Senatsebene der Senator bzw. die Senatorin. Frau Piaione, auch Mitglied des Arbeitsgremiums, wird nun sagen, was dem Gremium bei dem Instrument besonders wichtig war. Ja, also die Anregung war uns deswegen wichtig, weil wir möchten, dass jeder Mann und jede Frau sich beteiligen kann und anregen kann für Projekte. Das heißt also, Bürgerinnen und Bürger, organisierte Gruppen und Organisationen können neben der Verwaltung und Politik Beteiligung anregen. Dafür wollten wir ein klares Vorgehen vorsehen, damit das immer ein bisschen geregelt auch alles abläuft. Und es soll ein sehr unkomplizierter und einfacher Weg für die Bürgerinnen und Bürger werden, indem sie also direkt und informell, formlos, direkt bei der Verwaltung ihre Beteiligung anregen können. Das heißt zum einen, dass sie durch die Unterschriften, wie schon angesprochen, dann aber nicht nur das Interesse eines Einzelnen vertreten sollen, sondern es soll schon an das Gemeinwohl gedacht werden, also an Interessierte und Kiezbewohner und so weiter. Und zum anderen sollen bei größeren Projekten, so auf Senatsebene, deswegen dann die Unterschriftenanzahl auch hochgesetzt werden. Gut, vielen Dank, Piaione. Das vierte Instrument ist der Beteiligungsbeirat. Na? So. Jetzt ist es ganz aus. Irgendwie klappt es mit der Technik nicht. So, Beteiligungsbeirat. So, das ist ein Beirat auf Senatsebene zunächst, der die Senatorin berät. Die Zusammensetzung dieses Beirats ist im Moment, so ist die Vorstellung des Arbeitsgremiums, etwas ähnlich wie das Arbeitsgremium selbst, aber in der Anzahl der Sitze etwas verschoben. Und zwar war es dem Arbeitsgremium wichtig, dass es 8 Bürger und Bürgerinnen sind, dann 6 Mitglieder für die organisierten Interessengruppen und dann für Verwaltung und Politik zusammen 10 Sitze, für die Verwaltung 6 und für die Politik 4. So ist der Vorschlag, mit dem wir heute Abend hier quasi zu Ihnen gekommen sind. Was macht der Beirat? Der Beirat ist hauptsächlich da, um sich auszutauschen und die Umsetzung der Leitlinien zu beobachten, zu evaluieren, darüber zu sprechen und auch einen laufenden Verbesserungsprozess einzubringen in die Umsetzung der Leitlinien der Bürgerbeteiligung. Der Beirat kann auch Empfehlungen geben für Projekte, für die eine Beteiligung stattfinden soll. Und wichtig war dem Arbeitsgremium auch, dass
die jede zweite Sitzung des Beirats öffentlich ist, sodass das kein geschlossener Kreis ist hinter verschlossenen Türen, sondern dass da auch jederzeit Impulse aus der Stadtöffentlichkeit einfließen können. Kerstin Julia, Vertreterin für die Bürger und Bürgerinnen, wird jetzt Ihnen sagen, was dem Arbeitsgremium wichtig war. Ja, danke schön, Frau Flecken. Mich bewegen insbesondere, dass also man als Bürger auch die Möglichkeit hat, solche Sachen mitzubeobachten und vielleicht auch ein bisschen mitzukontrollieren. Und ich glaube, der Beirat, der kann das ein bisschen auch erledigen. Ne? Da sind halt verschiedene Ebenen drin vertreten, ähnlich wie im Arbeitsgremium letztendlich. Und der schaut so ein bisschen mit, dass die Leitlinien nicht starr bleiben, sondern dass sie sich weiterentwickeln, so wie wir uns alle persönlich oder auch die Stadt sich weiterentwickeln soll. Und hoffentlich dann auch kann besser. Ne? Ja, damit das möglich ist, haben wir gesagt, wir möchten als Bürger sozusagen etwas stärker vertreten sein, denn die Politik und die Verwaltung, Vereine, die sind schon ziemlich Experten oftmals. Und unter den Bürgern, die dann per Zufallsverfahren gewählt werden, muss nicht immer ein Experte sein. Und deshalb haben wir uns gewünscht, und da waren wir uns auch mit der Politik überraschend einig, dass von Bürgerseite es gern zwei Leute mehr sein dürfen, also 8 Personen. Und das fand ich einen schönen Erfolg, genau. Und dieser Beirat soll dann immer so etwa mindestens 2 bis 3 Jahre höchstens bestehen und dann wird er neu gewählt sozusagen, damit jeder mal die Chance hat, da mitzumischen. Ja, vielen Dank, Kerstin Julia. Jetzt komme ich zum 5. und letzten entworfenen Instrument, und zwar nennt sich das Beteiligungskonzept. Das Beteiligungskonzept stellt man sich vor als ein Papier, auf dem dargestellt ist, wie Beteiligungsverfahren zu einem konkreten Projekt, wie das Verfahren gestaltet sein soll und wie es ablaufen soll. Dieses Beteiligungskonzept soll eine verbindliche Grundlage darstellen für alle Akteure, die ja beteiligt sind an so einem Planung, also ein Planungsprozess, was, wer, an welcher Stelle beispielsweise entscheidet, wer was zu welcher Zeit macht und so weiter. Verantwortlich, dass es so ein Konzept überhaupt gibt, ist die zuständige Verwaltungsstelle. Die sorgt also dafür, dass so ein Konzept erstellt wird. Dann gibt es die Regelung, dass Projekte, die von zentraler, besonderer Bedeutung sind, dass die nicht nur quasi im geschlossenen Raum erstellt werden, sondern partizipativ. Also in Kommunikation mit der Öffentlichkeit. In diesem Beteiligungskonzept sollen einige Punkte fixiert werden. Ich nenne hier nur einige der wichtigsten, die dann da aufgeschrieben sind. Das ist einmal das Ziel des Beteiligungsverfahrens, dann auch die Zielgruppen, die es auch besonders gilt zu aktivieren mit besonderen Methoden. Wir wissen ja, dass es manchmal auch nicht so einfach ist, die Zielgruppen, die tatsächlich betroffen sind, auch zur Mitarbeit, miteinander an den Tisch oder zu öffentlichen Veranstaltungen zu bekommen. Dann sollen beispielsweise in diesem Beteiligungskonzept auch die Methoden genauer besprochen werden. Und ich sehe hinten im Raum Charlie Ilk, die von Seiten des Arbeitsgremiums darstellen wird, was dem Arbeitsgremium wichtig war.
Hallo, herzlich willkommen. Es gibt viele wichtige Stellen, die wir denn überhaupt die Beteiligungskonzepte wichtig finden, aber zwei Kernthemen waren in dem Beteiligungskonzept uns besonders wichtig. Wir finden, dass jedes Vorhaben von sehr großen Maßstaben bis zum kleinsten zusammen Beteiligung stattfinden soll. Jede Vorhaben hat eigene Besonderheiten, die wir berücksichtigt werden sollen. Deshalb braucht jeder Beteiligungsprozess ein eigenes Beteiligungskonzept. Und das ist enorm wichtig. Ob es mit bis um einen kleinen Park geht, den wir uns beteiligen wollen, um den Gestaltung oder die große Tempelhofer Feld. Es sind unterschiedliche Maßstäbe, aber jeder braucht ein Konzept. Das ist unser Wunsch als Beirat. Und durch genau dieses Konzept wird sichtbar, was genau für eine Beteiligung geplant ist. Dieses Konzept soll möglichst frühzeitig erarbeitet werden, dass wir alle Bewohner dieser Stadt davon wissen und auch veröffentlicht werden, dass wir das auch alle Interessierten darüber einen Überblick werfen und das kommentieren können. Und nicht nur kommentieren oder in welcher Stelle, die wir uns an diesem Beteiligungskonzept beteiligen können. Diese Frühzeitigkeit und für jedes Vorhaben ein Beteiligungskonzept ist eigentlich der eine Punkt. Und was es für uns wichtig ist, in der Entwicklung so eines Prozesses, so eines Konzeptes, ist, es muss veröffentlicht sein. Und erst durch diese Veröffentlichung, durch diese Transparenz, haben wir die Möglichkeit, überhaupt tatsächlich über diese Prozesse, die eigentlich nicht nur an Stange diese Ämtern stattfinden, und darüber, dass wir informiert sind. Und deshalb finden wir diese Veröffentlichung verpflichtend. Bei zentralen und großen Vorhaben soll das Beteiligungskonzept mit einem projektbegleitenden Gremium begleitet und partizipativ erstellt werden. Und dadurch, durch diese Beirat, kann man unterschiedliche Aspekte in dem Konzept unterbringen und sehr unterschiedliche Positionen können auch in diesem Konzept reinfließen. Das war eigentlich die zwei Kernthemen, die wir uns ausgesucht und tief diskutiert haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an die Mitglieder des Arbeitsgremiums.